Willkommen auf meinem Dauerwald-Kanal. Mein Name ist Wilhelm Bode und wie Sie wissen, beschäftige ich mich bereits mein ganzes Leben lang mit dem Dauerwald. Heute möchten wir uns mit einem besonderen Thema in der Reihe Dauerwald konkret befassen. Es geht nämlich um die Überführung von Fichtenwäldern in strukturreiche Laubmischwälder oder Laubnadelmischwälder. Einer unserer besten und eifrigsten Zuschauer hat uns ein Video geschickt und hat uns gleich ein ganz kräftiges Problem gezeigt, das ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte. Doch zunächst möchte ich unseren Zuschauer Andreas bitten, sich selbst vorzustellen. Hallo Herr Bode, ich bin nun schon seit einiger Zeit einer Ihrer Zuschauer und ich wollte deshalb einmal die Möglichkeit ergreifen, um Sie bei einem Waldbestand um Rat zu fragen. Ich befinde mich hier im Spessartgebirge, so etwa auf 300-400 Höhenmetern in Unterfranken. Die Bäume, die man hier im Hintergrund erkennen kann, das ist alles ein Fichtenreihenbestand. Mit Fichten, die so einen Brusthöhendurchmesser von 40 bis 60 Zentimeter haben. Ich würde fast schon sagen, es ist ein Vorzeigewald der Altersklassenwaldwirtschaft. Hier ist wenig bis kein Käfer zu erkennen und meine Vermutung wäre, ein klassischer Förster würde mir hier demnächst einen Kahlschlag empfehlen. Wir haben jetzt natürlich von dem Wald noch nicht allzu viel gesehen. Wir werden aber jetzt gleich erstmal einen Kameraschwenk durch den Wald gezeigt bekommen, den uns Andreas geschickt hat. Aber ich möchte schon einiges zu diesem Wald sagen. Wir befinden uns in 300 bis 400 Meter Meereshöhe. Und da muss ich Ihnen sagen, ist die Fichte, obwohl sie ja in Deutschland eine heimische Baumart ist, Standort fremd, denn die Fichte kommt von Natur aus bei uns erst ab Höhenlagen von 800 Metern vor. Hier befinden wir uns weit darunter, nämlich genau an der Grenze, wo eigentlich anfängt, in Buchenwäldern sich die Tanne von Natur aus einzumischen. Das heißt, wir sind im Grunde genommen in der Süddeutschland in der Meereshöhe des Buchentannenmischwaldes. Und genau darum geht es auch jetzt schon bei der Frage der Überführung. Das heißt, wir müssen Fichten unterhalb ihrer klassischen vertikalen natürlichen Vorkommensgrenze von 800 Metern unbedingt überführen in Laubnadelmischwälder. Denn wie sich die Katastrophe und die Waldkrise in Deutschland ja überall anzeigt, überall in geringeren Meereshöhen, hat die Fichte überhaupt keine Überlebenschance mehr. Es ist sogar so, dass durch den Klimawandel sich diese vertikale Stufung des natürlichen Fichtenareals von 800 Metern sich eher noch nach oben verschoben hat. Das heißt, wir haben heute, müssen wir davon ausgehen, dass die natürliche Arealgrenze der Fichte bei 1000 bis 1200 Meter Meereshöhe anfängt und nicht schon bei 800. Aber schauen wir uns zunächst an, welchen Videoschwenk uns Andreas zu diesem Wald geschickt hat. Bei dem Kameraschwenk haben Sie sicherlich bemerkt, ganz zu Anfang stand links ein Baum mit einem schwarzen Kringel. Der ist natürlich nicht von Natur aus da, sondern hat der Waldbesitzer oder der Förster angebracht. Und er will uns damit etwas sagen, nämlich, dass es in diesem Wald ganz besonders wertvolle Bäume gibt. Und diese wertvollen Bäume sind Douglasien. Denn wenn wir noch näher hinschauen werden, ich zeige Ihnen gleich noch andere Bilder, dann sehen Sie, dass diese Douglasien künstlich geastet sind. Bis auf eine Höhe von etwa 8 Metern wurden alle Trockenäste abgestoßen oder abgesägt. Das macht man, damit diese Bäume im unteren 8-Meter-Bereich astfrei zuwachsen können und damit Wertholz produzieren. Dieses Bild ist von unten schräg in die Kronen fotografiert. Das ist wichtig, um zu zeigen, dass der Wald noch sehr dicht steht. Aber wir sehen noch anderes auf dem Bild, nämlich der besonders schöne, dicke Baum rechts, der ist eine solche geastete Douglasie.
Das können Sie daran sehen, dass in 8 Meter Höhe oben plötzlich ein ganzer Quirl toter Äste noch stehen bleibt. Normalerweise wären die noch auf den ganzen Stamm verteilt nach unten. Aber nach unten gibt es keine mehr. Das heißt, die sind künstlich abgesägt oder abgestoßen worden. Und das kostet eben ganz schön viel Geld. Nämlich, ich habe mal hochgerechnet, hier für diesen Bestand mindestens 1200 Euro. Wenn also ein Waldbesitzer 1200 Euro für etwas ausgibt, was ihm ja im Moment keinerlei Erträge beschert, dann ist das nichts anderes als eine Investition in die Zukunft oder wir könnten auch sagen, eine Wette auf die Zukunft. Denn er geht davon aus, dass diese Bäume in 70 Jahren dann sehr, sehr wertvoll sein werden. Ob sie das wirklich dann sind, hat er aber gar nicht in der Hand. Denn Sie wissen, durch den Klimawandel haben wir eine Zunahme von großen Stürmen und Sommertrockenheit und es ist durchaus fraglich, ob diese Bäume diese 70 Jahre, die sie noch brauchen, auch wirklich noch erleben werden. Und daneben ist möglicherweise diese Investition von 1200 Euro, die ihn das jetzt gekostet hat, perdu oder verschwunden, ohne dass er einen Ertrag hatte. Wenn er die 1200 Euro genommen hätte und der Bank auf ein Sparkonto gegeben hätte, hätte er mindestens nach heutigem Zinssatz etwa 3 bis 3,5% Guthabenzinsen bekommen und die hätten in 70 Jahren ruckzuck sicherlich auch 10.000 Euro ausgemacht. Also das wäre eine sichere Investition gewesen, es der Bank zu geben. Da hätte die Gefahr höchstens in der Inflation bestanden. Aber hier im Wald läuft er Gefahr, dass sich die Investition nicht lohnt. Also auf Grunde genommen ist es eine Wette auf den Gewinn einer unsicheren Zukunft. Aber hier sieht man noch etwas anderes auf dem Bild und auch auf dem nächsten, das ich Ihnen dann zeige, nämlich dass Andreas die Bäume als zu dick eingeschätzt hat. 40 bis 60 Zentimeter dick sind die Bäume bei weitem nicht, sondern sie sind hier im herrschenden Bestand etwa 30 bis 40 Zentimeter dick. Das ist ja auch schon etwas, aber das heißt natürlich, sie sind noch lange nicht hiebsreif. Solche Douglasien, wie hier die geastete rechts im Vordergrund, die können auch 70, 80 cm dick werden. Das heißt also, da geht der Waldbesitzer davon aus, dass sie noch mindestens 50, möglicherweise sogar 70 Jahre lang stehen bleiben und durchhalten müssen. Im nächsten Bild zeige ich Ihnen eine breite Totale, auch hier wieder im Vordergrund links eine Douglasie. Und Sie sehen auch hier, dass die Bäume in der Mehrzahl, insbesondere die dickeren Bäume, kaum über 40 cm dick sind. Aber Sie sehen noch ein anderes Problem auf diesem Bild. Nämlich, dass der Wald etwa einen Bestockungsgrad hat von 0,9. Das ist in dem Alter von Fichten und Douglasien eine normale Bestockungsdichte. Aber bei diesem wenigen Licht, das damit auf den Boden fällt, hat sich bereits der ganze Wald angesamt mit einer Brombeere. Wir könnten sagen, ein dichter Brombeerfilz, der jetzt das Problem der waldbaulichen Behandlung darstellt. Denn diese Brombeere natürlich, die ist verdämmend für sich ansamende Keimlinge von Bäumen. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Denn erstens, diese Brombeeren vermehren sich gerade in solchen Nadelholz-Monokulturen und ganz besonders gerne in Fichten. Und hier ist natürlich ein fichtendominierter Wald mit einigen Douglasien. Und da ist die Brombeere gleichzeitig auch eine Hilfe. Denn in diesen Waldbildern haben wir es häufig damit zu tun, dass sich vor allen Dingen die Fichte sehr gut verjüngt. Aber wir wollen ja einen Laubnadelmischwald. Das heißt, wir wollen ja, dass sich in diesem Brombeerfilz jetzt Laubbäume ansamen. Und das ist natürlich dann auch wiederum ein Vorteil. Denn in diesem dichten Brombeerfilz hat die Fichte keine Chance. Laubbäume aber, wie wir noch sehen werden, durchaus. Das nächste Bild zeigt nochmal eine vertikale Totale. Und auch hier sehen Sie,
dass im Grunde genommen der Wald dicht bestockt ist, auch wenn einzelne Bäume vor einigen Jahren schon genutzt wurden. Das nächste Bild zeigt nochmal einen Kronenblick und bestätigt nochmal, dass der Wald insgesamt gesehen maximal 40 cm dick ist in den stärksten Bäumen und insgesamt gesehen einen Kronenschluss hat, der fast voll bestockt ist. Auch hier nochmal eine Kronentotale und Sie sehen, worauf es ankommt, denn wir sind natürlich hier in einem Baumholz. Und an einem Baumholz, hatte ich Ihnen bereits gesagt, da findet auch in der Überführung nur noch die Vorratspflege statt. Das heißt, wir gehen vorsichtig in den Bestand hinein und schlagen auf die Bedränger der vor allen Dingen gesunden und vorwüchsigen starken Bäume. Dazu ist jetzt hier wichtig zu entscheiden, ob diese Bäume stabil sind. Denn Sie sehen, sie sind alle sehr vollholzig. Vollholzig meint man Bäume, die sehr langsam dünn werden, vom Boden bis an die Spitze. Denn das kann der Förster beeinflussen. Bäume, die im Freistand sind, sind abholzig. Bäume, die dicht gedrängt erwachsen, wie hier, die werden vollholzig. Und vollholziges Holz ist natürlich ein sehr schönes Holz für den Sägeunternehmer, weil er nämlich lange, dicke Balken daraus schneiden kann. Aber wenn wir uns jetzt die Kronen anschauen, dann hat diese Vollholzigkeit einen Preis. Und dieser Preis ist die Kronenlänge der grünen Krone. Schätzen Sie mal, wie lang die Kronenlänge bezogen auf die Baumhöhe hier in diesen Fällen ist. Gut, Sie können mir hier nicht antworten auf dem Kanal, aber ich sage es Ihnen, die ist hier maximal 25%. Aber ein gesunder, stabiler Baum sollte mindestens eine Kronenlänge von 30-40% haben. Das heißt, dieser Wald ist stark windwurfgefährdet, auch stark schneebruchgefährdet. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir auf sanfte Art und Weise darauf abzielen, die grüne Krone zu verlängern. Und wie machen wir das? Indem wir wiederum an die stärksten Bäume, die vorherrschenden Bäume, jeweils einen Bedränger wegschlagen. Aber da hier jetzt noch 600 Bäume oder 500 Bäume auf den Hektar stehen, hieße das ja, dass wir mindestens 200 bis 300 Bäume entfernen müssten. Das wäre natürlich viel zu viel. Sondern wir schlagen hier 20 bis 25 Bäume heraus. Und dazu suchen wir uns die 25 dicksten, stärksten, höchsten und gesündesten Bäume aus und schauen, welcher Baum diesen besonders guten, herrschenden Baum in der Lichtkrone bedeckt. Wenn wir das auf diesem Bild mal zeigen wollen, dann haben wir vorne links, so schräg als Diagonale, einen Z-Baum, einen solchen gesunden, starken Baum, der bedrängt einen, der noch eine gesündere Krone zeigt, nämlich links von ihm. Da sehen Sie, der ist rundum grün und hat keine eingedrängte Krone. Den Baum wollen wir begünstigen. Und dann nehmen wir genau diesen schrägen, der so diagonal in die Mitte des Bildes hineinläuft, den nehmen wir dann heraus und hätten damit den, der die rundum grüne Krone hat, begünstigt in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, der hätte dann die Chance, weiterhin in die Höhe zu wachsen, ohne dass von unten seine grüne Krone weiter abstirbt. Er verlängert gewissermaßen sein grünes Kronenprozent, auf das es uns ankommt. Und in 10, 15 Jahren hätte dieser Baum dann eine grüne Kronenlänge von 30-35%. Und im gleichen Moment wäre er sehr viel stabiler. Warum? Weil dieses sogenannte Höhe-zu-Durchmesser-Verhältnis der grünen, auch mit dem Kronenprozent der grünen Krone, ein wichtiger Stabilitätsweiser ist. Der Zusammenhang ist sehr einfach. Die grüne Krone ist schwer. Wenn der Baum also seine grüne Krone verlängert, verlagert er seinen Schwerpunkt nach unten. Und genau darauf kommt es uns an. Und zum Zweiten,
Er wächst dann weniger schnell dick, weil er nicht so schnell hochwächst nach einer längeren grünen Krone. Mit anderen Worten, er verändert allmählich auch sein Verhältnis von Höhe zu Durchmesser. Und auch das ist ein ganz wichtiger Stabilitätsweiser. Und da auch noch der Wurzelteller mitwächst, der wächst nämlich so weit mit, wie die Durchmesser der grünen Krone an der breitesten Stelle, wächst auch noch sein Wurzelteller etwas weiter auseinander und er kriegt auch noch einen etwas sichereren Stand. Das alles kann also der Förster durch eine Vorratspflegedurchforstung beeinflussen. Und genau das steht hier an. Und indem er das tut, eröffnet er gleichzeitig Lichtschlote in den Bestand. Das nächste Bild zeigt nun, was das Problem dieses Bestandes ist. Das ist nämlich die fast bodenflächenhaft bedeckende Schicht von Brombeeren. Die wollen wir nicht zerstören, denn sie hilft uns, dass die Ansamung der Fichte verhindert wird. Hier nochmal eine totale auf diesen dichten Brombeerfilz, der hier im Winterzustand ist. Im Sommer ist er ganz dicht. Hier sieht man noch ein bisschen Laub und Laubboden durchschimmern, aber wenn Sie den im Juni, Juli aufnehmen, ist er absolut dicht. Der ist auch so dicht, dass das Rehwild hier nicht mehr hineingeht. Denn Brombeeren kratzen ganz schön, wenn sie da durchgehen mit nackten Beinen. Und das hat auch das Rehwild nicht sehr gerne. Das heißt, es ist auch noch ein guter Wildschutz. Aber wie kriegen wir jetzt die Laubbäume hinein? Das ist die Gretchenfrage, die wir uns stellen müssen. Schauen Sie, das ist ein Blick von oben. Jetzt müsste ich Ihnen etwas über die Brombeere erzählen. Die Brombeere ist ein Strauch, der neben den leckeren Beeren so bestimmte Eigenschaften hat, die sie nämlich in die Lage versetzen, gewissermaßen einen solchen Filz herauszubilden. Und dieser Filz entsteht dadurch, dass die Brombeere ihre Zweige in Bögen wachsen lässt und sobald eine Zweigspitze den Boden berührt, beginnt sie sich sofort an der Stelle zu bewurzeln. Das heißt eine vegetative Vermehrung, die dann ganz schnell diesen dichten Filz herbeiführt. Dieser Brombeerfilz, den Sie hier sehen, ist entstanden bei ungefähr 10% des Tageslichts im Freiland. Wenn wir jetzt einen Vorratspflegehieb reinlegen, eröffnen wir ja rund 20 bis 25 Lichtscholote je Hektar. Das heißt, dann steigt sofort die Helligkeit im Bestand von 10 oder 15, vielleicht sogar auf 20% des Freilandes. Mit anderen Worten, der Brombeerfilz wird nochmal richtig angeheizt, sich noch weiter zu verdichten. Aber das schadet insofern nicht, als er uns gleichzeitig hilft, die Fichtenansamung zu verhindern. Aber, das heißt auch umgekehrt, wir müssen an den Stellen, wo wir die Laubhölzer einbringen wollen, müssen wir den Brombeerfilz bekämpfen. Und das tun wir mit einem sogenannten Rechen. Hier zeige ich Ihnen das Rechen, das durch die Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württembergs erprobt wurde und sich als sehr wirksam erwiesen hat. Es ist ein ganz einfaches Handarbeitsgerät. Es ist ein Stiel, an dem ein Träger festgemacht ist. Und in diesem Träger sind unten 5 Zinken, die etwa 4 bis 5 Zentimeter lang sind. Und mit denen kann man das Brombeernetz gewissermaßen aufreißen. Und das tut man am besten kleinplätzeweise. Also etwa 3 mal 4 Meter große Plätze. Und dann immer an den Stellen, an denen der Lichtschlot entstanden ist. Und dann sehen wir in diese Plätze hinein die Laubmischbäume, die wir uns erwünschen. Nun sagen Sie, das sind natürlich nicht viele Plätze, 25 auf einen Hektar. Nun aber, wir kommen ja in 5 Jahren wieder und wiederholen das Ganze. Dann haben wir schon 50. Und wenn wir das noch einmal machen, dann haben wir schon 75 solche Plätze und die reichen bereits aus, dass sich dann der ganze Wald von innen her wieder ein Stück verdunkelt. Denn die Bäume wachsen natürlich hoch und sind zugleichzeitig dann wieder ein Lichtfilter, der das Licht ausdünnt. Und genau das wollen wir,
denn dann wird durch das Ausdünnen des Lichtes anschließend überall, wo noch Brombeerfels ist, dieser allmählich verschwinden oder es werden sich gegen diesen Brombeerfels von Natur aus Laubbäume ansamen und den Brombeerfels, der ja lockerer wird, dann durchstoßen. Ich habe hier ein solches Bild und da sehen Sie, wie durch den Filz des Brombeerfilzes sich eine Esche durchgemogelt hat. Und zwar recht kräftig und stark nach oben wachsend. Und das bei sehr geringem Lichtgenuss. Ich hatte Ihnen ja schon an anderer Stelle gesagt. Alle unsere Laubbäume, auch die sogenannten Lichtbäume, selbst so extreme Bäume, die so lichtbedürftig sind wie die Esche, sind in ihrer Jugend in der Regel bis zur Kulmination ihres Höhenwachstums, das ist bei Esche etwa 14 bis 15 Jahre, sind sie schattenerträgnisfähig. Das heißt, dann können sie sehr gut auch im Schatten erwachsen und hinaufwachsen. Diese Esche zeigt das sehr schön. Und das können auch Buchen sowieso, die sowieso Schattenbaumarten sind, aber das können auch Eichen und viele andere. Und natürlich, die Eichen lassen wir uns über den Eichelher einbringen. Denn erstens ist der Saatgut teuer und zweitens kann der Eichelher gezielt angeworben werden, seine Arbeit zu erfüllen. Nämlich durch sogenannte Eichelfutterplätze oder Eichelkästen, die man rund um den Wald errichtet und regelmäßig mit einem Eimer Eicheln vollschüttet. Natürlich ist ein solcher Weg ein langer. Der Grund, den habe ich Ihnen gesagt, es handelt sich um einen standortfremden Hauptbestand. Es handelt sich um ein dichtes Verjüngungshemmnis, nämlich einen Brombeerfilz. Und es braucht eben lange Zeit, um sehr allmählich gewissermaßen die Brombeere wieder auszudunkeln. Das heißt, es gibt keine andere Chance als diesen. Denn die Brombeere ganz zu vernichten, etwa dadurch, dass ich sie mulche oder dass ich sie versuche, komplett auf der ganzen Fläche auszureißen, das zeigt sich immer wieder, ist praktisch erfolglos. Das heißt, sie ist sehr, sehr stockausschlagfähig. Aus ihren Wurzelrhizomen kann sie sehr schnell wieder emporwachsen und schon ein, zwei Jahre, nachdem man sie entfernt hat, wieder den gleichen Filz zusammenbilden. Und dann haben all die angesamten Bäume, die ich dann hoffentlich in der Zwischenzeit angesamt habe, haben dann keine Chance mehr, den dichten Brombeerfilz zu durchwachsen. Ja, ich möchte an der Stelle und mit diesem Bild mich verabschieden und möchte Andreas sagen, mach deinem Waldbesitzer, dem dieser Wald gehört, Mut, dieses Werk anzugehen. Ich hatte im Anfang gesagt, das braucht Mut zum Risiko. Aber wir befinden uns in einer Meereshöhe, wo dieser Wald keine Zukunft hat. Das heißt, wir müssen jetzt schnell schauen, dass wir ihn durchmischen, auf die Art und Weise stabiler machen und dass wir vor allen Dingen die geasteten wertvollen Bäume, insbesondere Douglasien, möglichst schnell dick machen. Denn die Gefahr, dass uns der Fichtenbestand drumherum in den nächsten Jahrzehnten zusammenbricht, ist sehr groß. Ich danke abschließend Andreas sehr für dieses sehr gute Beispiel einer Fichtenüberführung und wünsche meinen Zuschauern viel Glück, solches anzugehen. Glück gehört natürlich dazu. Aber lassen Sie mich das zum Abschluss sagen. Es ist nicht das Risiko der Dauerwaldüberführung, das hier zu bewerkstelligen ist, sondern es ist das Risiko der vorangegangenen Tat, nämlich Fremdbaumarten in einer solchen Meereshöhe als Reinbestand anzubauen. Das ist der Fehler, mit dem man eben Leben lernen muss. Und das Leben lernen heißt in unserer Zeit, diese Wälder müssen jetzt überführt werden. Warum jetzt und nicht in 10 oder 20 Jahren? Weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Im Gegenteil, wir wissen sicher, es wird noch wärmer. Und wenn es noch wärmer wird,
wären die Bedingungen, solche Wälder zu überführen, noch schlechter. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dieses Kurzvideo hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie unserem YouTube-Kanal treu bleiben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, die ich heute hier nicht gestellt habe, dann schreiben Sie die gerne in die Kommentare. Und noch schöner ist, wenn Sie uns vielleicht Fotos schicken oder auch Kurzvideos und im Rahmen dieser Kurzvideoreihe kann ich die dann kommentieren und Ihnen Ratschläge erteilen oder Tipps. Und vergessen Sie nicht zu abonnieren.